Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mormon Emerald Version. In der letzten Folge hatten wir ja den Pyroberg erfolgreich abgeschlossen und sind dann hier auf diese Route gegangen. Und ich muss mich immer noch entschuldigen, dass mit meinem Hals, damit ich nicht nächsten Sonntag wieder eine Last-Minute-Folge machen muss, nehme ich nämlich jetzt gleich noch eine Folge auf. Also quasi genau hintereinander. Und das ist halt dieser große Trick, den ich gerade mache. Aber deswegen ist halt immer noch mein Hals mit Schmerzen besetzt. Es geht aber nicht anders, weil ich habe keinen Bock immer Last Minute aufzunehmen. Es hat nämlich gewisse Nachteile, dass man zum Beispiel, falls man mal doch nicht schafft, Last Minute aufzunehmen, dass dann am nächsten Tag keine Folge da ist. Das ist halt das Doofe. Want to admire how strong you are? I'll be the test. Wendy. More while. Kitsune. So, Flammenwurf. Das ist sehr gut bei Stahl-Pokémon. So, irgendwie stimmt das mit meinen Kopfhörern echt nicht. Jetzt ist die rechte Seite irgendwie lauter als die linke. Das ist echt dumm. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Toll. Ja, ist Mist, richtig. Ich glaube, ich sollte das mal irgendwie einstellen. Irgendwann rum. Aber auf jeden Fall kommen wir damit Kitsune nicht so gut voran bei diesem Flipper. Es zieht einfach zu wenig ab. Jetzt kriege ich auch noch hin zu fliegen. Es geht sogar ganz gut. Toll. Ah. Ich schütze mich, dann triffst du mich nicht mehr. Jetzt treffe ich dich aber trotzdem. Haha. Roselia haben wir. Oh, das hätte ich wechseln können. Egal, jetzt ist zu spät. Wing Attack. Und it's super effective, ja. You passed with flying colors. So, was haben wir hier so? Nüscht. Ich will ja die ganze Route hier abgraden, ne? Das wisst ihr. Ja, ja, Wingull. Beeil dich mal eine Runde. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ich kann auch einfach rennen, aber das wäre zu einfach. Na toll, jetzt. Ach Mist, jetzt habe ich erstens vergessen, das vorzulesen. Let me see if you're actually worthy of those badges. Und zweitens stehe ich jetzt vor der großen Entscheidung. Gehe ich unten lang und hol mal den Ball oder gehe ich oben lang und gucke, was es da gibt? Oder komme ich dann nochmal hier runter, um es rauszufinden, was es auf dem anderen Weg gäbe? Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin unentschlossen, will ich es mal nennen. Und du setzt einen Übertrank ein. Ich glaub's ja nicht. Na komm, mach mal. Nochmal Flammenwurf. Eigentlich müsste es Flammenwerfer heißen, aber. Meine Frage, warum hast du eigentlich so viele Pokémon? Oh. Tschüss, Kitsune. Shit. Hallo, Zickzacks. Zickzacks wird es schaffen, ich glaube an dich. Du wirst es schaffen, genug. Die
ausreichend Zeit als Kanonenfutter zu dienen, damit ich Kitsune wiederbeleben kann. So. Tschüss, Zickzacks. Es ist nicht schade um dich, sage ich dir gleich. Komm her, Kitsune. So, Fassade mal wieder. Toll. Ist ja jetzt doof. Was soll das sein? Trapinchan. Ach, Knackleon. Na komm, Flammenwurf. Du wirst die Sache schon regeln. Gut, da vergräbt es sich. Gut. Ich kann mal wechseln. Guck mal hier, Surf. Kannst du mit Schaufler nicht treffen. Das ist schade für dich, aber gut für mich. So, was haben wir hier auch? Guck mal, hier Ruckzuckhieb. Das ist das genau Richtige für dich. So, Kitsune 37. Grudge. Was soll Grudge sein? If the user faints, deletes RPP a false last move. Ist ja ganz cool, ne? Ich glaube, das ist Nachspiel. Aber ne, ich lasse es mal sein. Ja. Ich lasse es sein. Magneton. Da kann ich wieder ganz gut Kitsune rufen. Wie jeder weiß, ist Magneton Stahl seit der zweiten Regeneration seit der zweiten Pokémon-Generation. Flammenwurf. Magneton besiegt. Wursch kommt jetzt. Nochmal Schwalboss. Ganz schön langer Kampf. Jetzt hat er noch einen ersten Angriff. Na gut. Tschüss, Schwalboss. Was kommt als letztes? Was hast du als letztes in der Jackentasche, im Ärmelmantel? Shifty. Was ist nochmal Shifty? Tangulist. Aha. Ich würde gerade sagen, wenn es trifft, ist der Kampf entschieden. Wenn nicht, auch. Aber dann wäre er anders ausgegangen. So. Oh, you're worthy. All right. Alright, okay. Alright, okay. So, wir gehen hier rein. Da ist ein Vitalkraut und hier sind noch zweimal Trainer. Back und einmal eine Soda für Kitsune. Und dann noch bei Pokémon Regeln Surf Switch Kinoko. So ist gut. I'll turn your lights out while I rip through this tune. I have to tell you, bird Pokémon are my obsession. Birds are cool, they are the best. Gut. Vogel-Pokémon sind vielleicht cool, aber die besten sind sie nicht unbedingt. Fernando und Alberto. So, Fernando und Alberto, die wollen unbedingt besiegt werden. So, und du machst Wing Attack. Naja, macht, was ihr für richtig haltet. Flammenwurf. Das ist schon mal besiegt. Ja, ja, ist besiegt. Schön, hab ich schon mitgekriegt. So, und Krakelo. Ach, Mann. Wirklich? Musste das noch sein? Jetzt noch Schutz. Ach, ich hasse es. Falls ihr euch fragt, was ich mache, ich repariere gerade den Reißverschluss von meiner Bettdecke. Also von dem Bettdeckenbezug, weil ich habe hier gerade sowieso nichts Besseres zu tun, außer dem
Kampf zu gucken. Und da kann ich auch den Bezug reparieren. So, Flammenwurf und Wing Attack. Alter, schon wieder. Das ist doch doof. Zumindest ist Krakelo jetzt besiegt. Loudred fainted. Flamethrower, Wing Attack. Jetzt bitte triff nochmal den Gegner. War doch klar. Das war so klar, dass wenn Pelipper kein Schutzschild mehr macht, dass Surf sich dann selber trifft. Das hätte ich allen verraten können. So, Quick Attack. Quick Attack. Oh, wer hätte es erwartet? Ist ja was ganz Neues, dass das, dass Pelipper sowas macht. Zumindest ist Surf jetzt nicht mehr verwirrt. Spürt noch jemand so einen Hass auf Pelipper? Weil es den Kampf voll in die Länge zieht? Geht doch. Ciao. Und hallo, Kitsunes neues Level. Und Xatur da auch noch. So, Flammenwurf und Wing Attack. Und Flammenwurf. Und Xatu auch weg. Das ist schön. Hey, hold it. I was still playing the intro. Even in defeat, bird Pokémon are cool. Ah ja. The next time lend your ears to the full tune, will you? Naja, na gut, überzeugt. Ferdinando. It's me, the mountain-loving Sawyer. Well, since we met, have you grown to practice the mountains more? I rarely see you in the mountains. Next time, we'll meet somewhere around Mount Chimney. Na gut, überzeugt. Wir werden uns also nicht sehen. Alles klar. So, noch eine Frau und ein Opa. Don't be too happy if your Pokémon develop psychic powers. You need to refine those powers to make them really useful. Hello, child. Can you spare some time? Need some time? Ja, kann ich. Ich kann etwas Zeit sparen. Kadabra und Makuhita. Ach, nam nam nam. So, Flammenwurf auf Makuhita. Und Wing Attack auf Kadabra. Mogelhieb und Kitsune wurde wieder dran gehindert, irgendwas zu machen. Das ist so toll. Ach ja, ach ja. So, Lunastein. Ah, Lunastein sieht ja lustig aus. So, einmal das und einmal das. Ach ja, das Krach. Mann, ich hab nicht dran gedacht, dass Surf zuerst angreift. Kitsune hätte zuerst angreifen sollen. Und dann hätte der Flügelschlag Mashok ausgeschaltet. So, Flammenwurf und Wing Attack. Mal gucken, wie lange wir für Lunastein brauchen. Ob wir es so hinkriegen oder ob ich wechseln muss auf Kinoko oder Sekai. Ja, das könnte dauern. Es könnte dauern. So, Wing Attack. Aber ich denke, wir kriegen das hin. Ja, vor allem mit einem kritischen Treffer. Das ist dann sehr schön. So. Jack und Frederick besiegt. Overwhelmed. Tolles Wort. Oh, almighty Cabable child, let me contribute to your allowance. I would like to face you again. Is that okay with you? Ja, klar. Warum nicht?
So, und noch ein PP ab. Dann haben wir es geschafft. Wir haben die Route geschafft. Dann jetzt noch einmal du. Hier hoch bitte fliegen. Wir machen die Route jetzt nochmal und diesmal gehen wir den letzten Schritt, also den letzten Weg, den es da noch gibt. Ach, war klar. Ich wollte extra erst im Wasser den Schutz einsetzen und habe gehofft, dass es durch das Gras geht und war doch klar, dass es im letzten Gras natürlich wieder irgendein Pokémon gibt, was mich anspringen muss. Nicht toll. So, Repel. Und jetzt hier runter. Und jetzt nochmal nach links. So, Schutz hat wieder aufgehört, da bin ich aber traurig. Setz mal halt noch einen ein. Das ist jetzt nicht gerade so die größte Hürde aller Zeiten, dass wir da jetzt noch einen Schutz einsetzen müssen. Und jetzt hier oben lang. Wow, das hat sich gelohnt. Hey, krass. Einen ganzen Pokéball haben wir noch gekriegt. Cool. Ein Calcium. Hey, das hat sich super gelohnt. Naja. Holen wir uns noch die Beeren, die es hier gibt. So, ja. Du kannst mich den Bärenmeister nennen. Das habe ich alles schon mal vorgelesen, also mache ich das jetzt nicht nochmal. So, und jetzt noch die alte Frau. So, was haben wir hier? Also auf jeden Fall, guck mal, N. Ein Attack ist doch toll. Es ist das Beste, was es gibt. Eine Lumberry, das ist das, was ich schon immer wollte. Freut mich, dass wir die gekriegt haben. So, auf jeden Fall gibt es jetzt noch das letzte, bevor wir endlich zur Story zurückkehren können. Müssen wir nach Metarost. Nein, noch zwei Dinge, bevor wir zur Story zurückkehren können. Einmal heilen. Und dann einmal hier hoch und ein und unser Fossil analysieren lassen. Ja. Braucht eine Weile. Na gut, deine Weile ist vorbei. So, jetzt haben wir Anorith, das ist das Gute. Jetzt können wir noch hier hoch. The water has died in deep blue, da freue ich mich aber. Dann können wir jetzt nochmal einen Schutz benutzen. Und hier hoch. Gibt es hier hinten? Nein, da gibt es nichts mehr. Nur hier. Na gut, vielleicht nicht gerade da, aber... Naja, Schutz hat aufgehört, bin ich aber traurig. Aber hier kann man es mal probieren. Hallo Opa. You seem rather capable. Let me keep you company. Naja, Opa. Naja, du und dein Hariyama. Ich wechsle sowieso auf Surf. Und dann, oder ich kann es ja mal mit Kitsune probieren. Weil dein Hariyama ist nicht gerade das Stärkste. Oder, beziehungsweise das am höchsten gelevelste. So möchte ich das mal ausdrücken. Das stärkste Kampf-Pokémon immer. Oh. Es hat auch eine kleine Spezialverteidigung. Vielleicht sollte ich doch wechseln auf Surf vielleicht. War was? Mir ist nicht aufgefallen. Tschüssi, Hariyama. Zu 39. You're much stronger than I'd imagined. A loss this through a thorough has been a distant memory. If you would allow it, I wish for another opportunity to do battle. So, Timothy. Haben wir jetzt als Freund. Jetzt noch sie.
I battle while I'm running. Try to keep up with me. Ja, das wird schon. Triathletin. Kyra, oder Kira. Den Doduo. Guck mal, ich habe ja so eine Attacke drauf. Die heißt Flammenwurf. Damit gibt es gleich Grillhähnchen. So, das ist leckeres Grillhähnchen und noch ein Dodrio. Guck mal, ich habe hier so eine Attacke drauf, die heißt Flamethrower. Damit gibt es gleich Brathähnchen. Oh, es hat überlebt. Tschüss, Kitsune. Ach nein, es hat überlebt. So, Quick Attack noch ganz schnell bitte. So, und besiegt. Ich weiß nicht, warum ich gerade auf den Spulknopf gedrückt habe. Muss ein Reflex gewesen sein. So, und jetzt Back. Und einmal Soda Pope. Nicht das. Einmal Soda Pope verschwendet. Na, Kitsune das Ding kriegen sollte. Dann haben wir hier jetzt noch einen davon. 3, 4 Gegner müsste es noch geben. Guck aber erstmal hier. Einmal Power Punch. Da oben könnte ich, glaube ich, noch Items finden, aber ich habe gerade kein Eilrad dabei. Ich glaube, es ist auch nur so ein Protein oder sowas. Aber in die Bären will ich noch ankommen. My Pokémon have Black Belt Level Strength. Our eyes met. There's no getting away now. Ja. Helen und Alex. Mediti und Kadabra. Abracadabra. Nein, nicht das. Flammenwurf und Wing Attack. Und ganz ehrlich hätte ich gedacht, dass Mediti Scanner benutzt. Aber wenn es das nicht tut, wie es es nicht getan hat, dann finde ich das auch ziemlich gut. So, Kirlia. Und tschüss, Mediti. Kritischer Treffer. Oder ich mache hier ganz einfach noch alle Gegner und dann kommt dann in der nächsten Folge die Story wieder. Ne, aber erstmal müssen wir dann ja Segras Ulp City erforschen. Ja, ich glaube, ich mache hier alle Trainer, dann Segras Ulp City und dann geht die Story weiter. So werden wir es machen. So, nochmal Wing Attack. Und Makuhita auch noch weg mit Flammenwurf. This is too humiliating. Und das habe ich nicht gelesen, weil ich blöd bin. So, Kelpsy Berries. Das, wie jeder weiß, sind das meine Lieblingsbeeren, die Kelpsy Berries. So, nochmal eine Kelpsy Berry. Und hier kann ich noch gegen einen Schwarzgott kämpfen. You, my mashup, demand a battle. Dein Machalo, ja? Koichi. Na gut. Guck mal, ich habe hier so ein Vulpix, das habe ich Kitsune genannt und das kann Flammenwurf. Und der Flammenwurf, der ist nicht mal schlecht. Guck mal, dein Macholo ist schon besiegt. Und dein Mashok, dem wird es ähnlicher gehen. Zwar wird das 2 Angriffe brauchen, wie ich es kenne. Aber es wird besiegt werden, ja. Oh, Gesichter. Oh. Das ist eine sehr gute Attacke. Eine sehr gute Wahl. Kitsune ist auch ein Geist-Pokémon. Das wissen wenige. Vulpix ist ein Geist-Pokémon. Beziehungsweise der Murmel in diesem Fall, aber. Naja, Vulpix ist auf jeden Fall Feuergeist. Autsch! Naja. So, und jetzt noch diesen komischen Ninja-Fuzzi hier. Check that! Ultra Pokémon Ninja Attack! Naja.
Übertreib nicht gleich, Idiot. Jaden. Ninjask. Nein, na. Warum mache ich das? Ich wollte Flammenwurf einsetzen. Konfusstrahl ist irgendwie kein Flammenwurf, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hier ist Flammenwurf. Allgemein ist die Attacke Flammenwurf als Flammenwurf bekannt. So, tschüss Ninjask. Und was hat er jetzt noch? Vielleicht ein Koffing, ein Golpin. Ach, das ist Golpin, okay. Ich habe gerade überlegt, was Golpin sein könnte, aber okay. Dann ist es halt ein Schlubuck. Tschüss, Schlubuck. Uah, our strategy failed. So, Pokémon. Surf, Fly. Seegras Obsidian. Einmal ein bisschen beschleunigen, dann hier reingehen. Heilen. Und dann hier oben reingucken, ob hier jemand drin steht. Nein, und das heißt, wir erkunden in der nächsten Folge Seegras Obsidian und fangen mit diesem Pokécenter an. Bis dann, Freunde. Ciao.